Aldi Süd will das Schlange-Stehen abschaffen. Der Discounter startet seinen Online-Lieferdienst. Losgehen soll's Mitte Juni, und zwar in Mülheim, wo die Firmenzentrale ihren Sitz hat. Über die Website sowie die App können sich Kunden Produkte aus dem Trockensortiment, Kühlartikel sowie Tiefkühlware nach Hause liefern lassen. Insgesamt soll man rund 1300 Artikel und somit einen Großteil des Sortiments online bestellen können. Bestellen kann man Montag bis Samstag in festgelegten Zeitfenstern, ähnlich wie bei der Konkurrenz. Die Preise sollen gleich sein wie im Geschäft. Zusätzlich fällt eine Liefergebühr in marktüblicher Höhe an. Aldi startet mit einem ca. 3-monatigen Probelauf, bei dem er das Liefersystem mit Discounter-Mitarbeitern testet. Danach will er den Lieferradius ausweiten und auch ein Click-and-Collect-Verfahren testen.